alles Nahkämpfer, das ist gut. Die kommen schön nah. Der Weg nach Babylon. Und draußen sind Neandertaler, die die Stadt nicht bauen wollten. Nochmal. Oh, hier sind ja auch noch welche. Zum Fernkämpfer. Immer so eine Restarbeit da noch. Die haben wieder eine neue Essenz gefunden, ne? Krass. Wir wollten ja auch mal die Essenzen mal ausrüsten, ne? Die, die wir doppelt und dreifach haben. Weiß halt nicht, wie viel ich mir behalte. Ich glaube, wenn zwei Stück müssten auf jeden Fall reichen. Wie gesagt, wir müssen ja nicht jede Formel bauen. Die Seidenstraße. Eine Nebenquest, cool. Mursin Reisender. Fragen wir erstmal den Minani. Den etwas betagten Reisenden. Ein Ding kam diesen Weg entlang und hielt eine gigantische Sichel. Sein Gefolge bestand aus seltsamen Bestien, wie ein Schwarm Insekten. Sie kamen wie der rollende Tod und zogen dann weiter. Ich frage mich, welch schrecklicher Plan sie nach Osten verschlägt. Das ist eine gute Frage. Du warst jetzt nur eine Aktualisierung für unseren... Ich habe versagt. Das wissen wir schon. Tekine ist auf der Seidenstraße nach Osten gegangen. Verfolgen sie den Tekine mit der Sichel. Okay. Achso, ist einfach nur ein Hinweis, dass sie weitergegangen sind. Ihm folgen? Diesem Ding mit der großen Klinge? Klingt nach einer vergeblichen Aufgabe. Aber wenn es so sein soll, dann brauchst du nur der Seidenstraße zu folgen. Natürlich ist der Weg gefährlich, vor allem in dieser Jahreszeit. Was haben wir für eine Jahreszeit? Was sind jetzt hier andere Wesen unterwegs? Oder sind sie hungrig, die Neandertaler? Zuerst hinlaufen und dann schießen. Das geht. Geht ja nicht immer hinlaufen. Oh. Essenz in Form. Aber nichts drin. Keine Säbelklaue. Yetis. Cool. Die hauen auch bestimmt gut rein. 200 Schaden. Ohne Crit. Wieso habe ich schon wieder die falsche Waffe ausgerüstet? Würde ich schon wieder mit W irgendwo hinlaufen, oder? Ich komme ja zu euch.
des Frostes. Bestimmt nicht meiner sein, aber... Nein. Okay. Dann einfach der Seitenstraße folgen, hat er gesagt, ne? Und das geht's ja auch nie lang. Du bist ein Zauberer. Dein Gepäck ist voll. Aha. Glauben wir dir mal. Müssen dann mal wieder einen Karawanenhändler treffen. Die Mächtigen gehen noch immer nicht mit leeren Händen aus. Brauchen wir noch mehr Intelligenz, krass. Oh, Schornstab. Speer von Argo. Stärke und Geschicklichkeit. Müssen wir ganz schön Stärke nachziehen. Ja, und Geschicklichkeit auch. Das wird wohl nicht werden. 136 Energie, nein. 14 Energie. So, schauen, ob hier ein guter Stab dabei ist. Blitzschaden, 116 Leben. Also als unsere Ausweichwaffe halt einfach. Oh, ist ja noch so ein guter Feuerstab hier. Angriffsgeschwindigkeit, 108 Leben und plus 11% Elementarschaden. Nee, ich glaube nicht. Alles gute Reise. Zugespammt mit den kleinen Teilen. Ich könnte jetzt halt hier irgendwo hingehen. Also in eine andere Ortschaft. Wo der Karawanenhändler ist, irgendwo in Ägypten halt. Oh. Vierse Stück, die hauen dann gut rein. Geht das Leben ganz schön schnell runter. Komm, du auch. So, wir sind ja gefesselt, hatten ja ein Netz über dem. Kritische Berührung, was denn das Schönes? Oh, ein schöner Pfeil. Pfeil und Bogen. Also ein Bogen. Oh Mann. Wo kommst du denn her? Schläfst du im Dreck? So kleine Karten hier halt. Ist gut. Baktrische Wälder. Oh, die werden natürlich auch hungrig sein, ne? Das sind auch dann irgendwann mal zu viele. Aber wenn wir diese hier so fertig machen, ist kein Wunder, dass sie ausgeschoben sind. Ja,
die sind schon besser, wenn man die einzeln nimmt. Okay, also es scheint Winter zu sein oder Herbst. Also die Jahreszeit jetzt, weil er meinte, zu der Jahreszeit ist gerade gefährlich. Eispeng. Die müssen ja auch anfällig sein gegenüber Feuer, oder? Normalerweise ja, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass das hier geht wegen dem Kontrast. Dass ihr auch noch was erkennt. Da geht's weiter und gehen wir erstmal hier. Unsere Waffe war aus. Weil wir gewechselt haben. Ne, weil wir die andere verklaut haben, genau. Verkauft haben. Und beim Verkaufen ist sie halt, ist der Buff weggegangen. Also der, der unsere Waffe stärker macht. Ach, sind schon alle tot. Extra mal eine Vulkankugel gezündet, aber scheint so schon gut zu laufen. Auch nie weiter. Oh, hier versteckt sich noch einer. Eiskalt. Die Amdo-Region. Auch leicht bergig. Banditenbeinschienen. Mhm. Schön, aber leider nicht für uns. War sie zu klein, die Kugel. Hat sie ihn leider nicht mitgenommen. Oh. Versteckt sich hier oben? Ach nee. Hier ist ein Lager. Shang Tsung. Ach cool. Erstmal die Seite des Lagers hier fertig. Und dann gehen wir da rein. Ich dachte schon, der steht hier mitten in der Wildnis. Im Winter vor allen Dingen. Und guckt in die Ferne. Oh, er bewacht ja nur das Lager. Ob sich irgendwer zusammenrottet. Irgendeine Gruppe. Und hier geht's runter, wa? Ja, sehen wir noch nicht wie weit. Aber will da eh nicht runter. Und unser Karawanenhändler. Hey, du hast es auch hierher geschafft. Schön. Und ein Portalstein. Na, perfekt. Westliche Seidenstraße. Ich glaube, die Straße wird sich ein bisschen ziehen. Die 18 Königreiche werden gemeinsam vom Silberpalast des Garudatals regiert, weit im Süden von hier. Sie sagen, dass das Tal kein anderes ist als Shambhala, das Land der Glückseligkeit. Unsere Schamanen, die wir Dongba nennen, sagen uns diese Dinge. Ich bin selbst nie so weit gegangen. Aha. Also hast du auch nur gehört und hast jetzt eine Geschichte schön draus erzählt. Ja, Lapa Gül Chen. Und Kilu Tempa Shang Tsungman. Früher haben wir nur selten einen Neandertaler gesehen. Doch plötzlich sind die Stämme in unserer Nähe kühn geworden. Kühn und mächtig. Seit zwei Tagen greifen sie uns nun unablässig an. Wenn doch nur mein Sohn hier wäre. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und es sind gefährliche Zeiten. Ja, da halten wir doch gerne mal Ausschau für dich. Für ihn sehen.
Ich sehe die Leute nach Osten reisen, ich sehe sie nach Westen gehen. Und noch nie habe ich so viele Monster gesehen. Was kann ich für dich tun? Du könntest uns einen guten Preis anbieten für die Sachen, die ich dir gerne verkaufen möchte. Also wir könnten die Essenzen mal zusammenfügen. Nimmt's auch schon weniger Platz weg. Vielen Dank. Hallo, wir bereiten uns gerade für den Aufstieg zum Nathulapass vor. Eigentlich hätten wir schon im Osten sein sollen, aber die Reise war beschwerlich. Also du bist auch ein Karawanenhändler? Richtung Osten gehen wir auch. Wir könnten uns ja einfach folgen. Und was hast du heute? So. Wolfsklaue vollständig. Die können wir auf jeden Fall anlegen. Das Auge ist hier. Ich glaube, wir können die alle hier anlegen. Nicht, dass wir zwei brauchen werden. Sens von Amasram rum. Machen wir die ganzen ägyptischen Dinger weg hier. Also könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir hier so viele von denen brauchen. So, das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das weiß ich nicht. Spektralmaterie haben wir. Erkranktes Gefieder ist das hier. Auch noch schon mal einen kompletten haben wir ja schon. So, Säbelklaue und Pengklaue. Der Jedi-Pilz, so. Und Giftzack, den hatten wir auch schon, aber der war schon voll, der eine, okay. Ja, dann können wir die Dinger jetzt hier anlegen. Plus 10% Giftschaden, ja, das brauchen wir nicht wirklich. Brauchen wir nicht. Wo können wir das anlegen? Rechtsklick zum Benutzen. Das goldene Vlies, das Jason und seine Argonauten suchten, soll angeblich gewaltige Mächte. Hä? Können wir das gar nicht benutzen? Nur die Dinger hier, oder wie? Kann alle Waffen erweitern. Kann alle Rüstung erweitern. Und hier steht nichts, ne? Kann nur Torso-Rüstung verzaubern. Das ist doch Torso. Hä? Kann nur Torso-Rüstung verzaubern. Sie können einem epischen oder legendären Gegenstand kein Relikt und keinen Talisman zuweisen. Dann nicht. Kann alle Rüstung verzaubern. Plus 12 Stärke. Angriffsverlangsamung. Ja gut, das ist unwichtig für uns. So, kann alle Waffen verzaubern. Plus 6% Angriffsschaden im Leben. In Leben gewandelt. Ja, könnten wir drauf machen. Ist jetzt aber nicht so viel. Kann nur Schilde verzaubern. Brauchen wir auch nicht.
Kann alle Waffen erweitern. 10 Durchschlagsschaden, 3 bis 5 Durchschlagsschaden. Ist gar nicht so interessant. Giftschaden. Wir machen ja keinen Giftschaden. Das müssen wir uns echt nicht drauf machen. Und gerade das hier kann nur Torso-Rüstung und da haben wir eine epische. Jetzt machen wir das auf unsere Waffe. Genau. So passt das. Alles klar. Bist du sicher, dass du alles hast? Oh, hier haben wir noch einen Questgeber, und dem sprechen wir noch, dem Pasang Domai. Hast du einen Yeti gesehen? Ich ging einst durch das Chumbital in die Eishöhlen. Dort sah ich einen Yeti, der größer war als alle anderen. Vielleicht ist er gemeint, wenn in den alten Märchen von einem Riesen die Rede ist, der unter einem Berg im Osten liegt. Ja, Osten, das ist gut. Da gehen wir hin. Das nehmen wir das nächste Mal mit, würde ich sagen. Holen wir uns hier noch den Speicherpunkt. Und dann mache ich jetzt erstmal eine Pause. Muss mich jetzt mal um den Stromausfall kümmern, dass hier Kühlschrank und so auch noch funktioniert. Na gut, dann bis nachher. Tschüss.